Hallo, ich bin Till Ahrens, Zhongwan Fu, Lehrer für Tai Chi und buddhistische Meditation. Ich befinde mich hier gerade im Yinish Park, wo ich mein Tai Chi Training gerade absolviert habe. Und ich möchte dir im Folgenden ein paar Vorteile von Tai Chi erläutern. Worum geht es im Tai Chi? Es geht darum, die innere Mitte zu finden. Das tun wir erst durch die Form auf der körperlichen Ebene. Und letztendlich führt das dazu, dass wir auch innerlich die Mitte finden können. Wenn wir also kräftig, stabil auf der Erde stehen, mit dem Boden, mit der Erde verbunden sind, dann ist das der erste Schritt dafür, die innere Mitte zu finden, dass Yin und Yang in Einklang miteinander kommen können. Und Tai Chi ist eine sehr alte Kunst. Es ist auch eine Kampfkunst, die aber besonders geschätzt wird für die mentalen, seelischen bzw. geistigen Vorteile, die wir durch die regelmäßige Praxis dadurch erhalten. Der Geist wird ruhiger, friedvoller. Wir lernen es, Yin und Yang klar zu trennen durch die Form. Und das hat großen Nutzen für unser Leben, weil wir in der modernen Welt das Yin und Yang nicht mehr trennen. So wirklich. Das heißt, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir und können dann abends zum Beispiel nicht mehr abschalten, weil Tag und Nacht sollten eigentlich getrennt sein. Aktive und das Passive. Und das funktioniert aber nicht mehr so. Und das lernen wir im Tai Chi durch die innere Arbeit, während wir die Form ausführen, ganz besonders, dass wir dadurch dann letztendlich ein Gleichmut und Frieden im Geist erleben können. Alles Gute, ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.